Hallo und herzlich willkommen zu MyBGL vor Ort, heute aus Hildesheim bei der Spedition Eggers. Und bei mir steht Peter Eggers, der Geschäftsinhaber der Spedition, und Bernd Westphal, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, sozusagen der Wirtschaftsminister der SPD. Herr Eggers, Herr Westphal ist heute zu Ihnen gekommen, um sich die Sorgen und Nöte einer mittelständischen Spedition anzuhören. Was haben Sie ihm mit auf den Weg gegeben? Ich habe ihm auf den Weg gegeben, dass er uns unterstützen muss. Gerade uns mittelständischen Spediteuren, wo wir die Wirtschaft unterstützen, wo wir die Bevölkerung unterstützen, dass wir die Chancen haben, auch unseren Beruf ordentlich und weiter auszuführen. Wir benötigen die Unterstützung der Regierung, dass wir unsere Kosten hier in den Griff behalten und nicht mit der neuen Autobahnmautgebühr überproportional belastet werden, das auf allen Speditionen runterbricht und auch auf die deutsche Wirtschaft. Und hier bitten wir weiterhin um eine soziale Politik, die wir auch weiterhin führen können, damit wir in unseren Unternehmen Bestand haben. Dankeschön. Die mittelständischen Unternehmer wollen auch künftig noch bestehen. Herr Westphal, Sie als Wirtschaftspolitiker haben natürlich ein großes Interesse daran. Was haben Sie heute aus dem Gespräch mitgenommen nach Berlin? Nein, ich kenne die Firma Eggers schon lange, es ist ein alteingesessenes Unternehmen hier in Hildesheim. Und man sieht ja auch die Bemühungen, dass man hier, was Nachhaltigkeit angeht, auch einen Beitrag leistet, aber natürlich auch in der Logistik dafür sorgt, dass die Waren transportiert werden. Sicher, verlässlich, und dazu gibt es enorme Rahmenbedingungen, die Spediteure erfüllen müssen. Und ich denke, da müssen wir noch mal gucken, ob die Rahmenbedingungen so passen, dass man auch wirtschaftlich dieses Geschäft betreiben kann. Gibt es noch ein Nachgespräch vielleicht in Berlin, damit man da vielleicht noch ein bisschen konkreter was schaffen kann? Ja, auf jeden Fall. Politik geht nur im Dialog. Also herzlich willkommen in Berlin. Also ansonsten kriegen wir auch über den Verband oder andere Dialogmöglichkeiten, dass wir uns zu diesen Themen austauschen. Dankeschön. Und Herr Eggers, Sie sind in Berlin mit dabei? Ich bin auf jeden Fall damit dabei. Würde mich freuen, wenn ich zu dem Dialog mit eingeladen würde, um dazu beizutragen, dass wir hier noch ein konstruktives Gespräch führen und die ein oder andere Hürde oder Spannung rauskriegen zwischen dem neuen Mautgesetz und unserem Berufszweig. Dann sagen wir schon mal ganz herzlich Dankeschön im Vorhinein und hoffen, dass die Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt werden können. Das war MyBGL vor Ort aus Hildesheim von der Spedition Eggers. Danke sehr. Danke auch.